In der gehobenen Gastronomie ist das stilvolle Verzieren von Speisen gang und gäbe. Doch wie sieht es zu Hause am eigenen Mittagstisch aus? Nur wenige Hobbyköche beherrschen die Kunst, Gemüse in Blumen oder Ornamente zu verwandeln. Im Globus Zwickau hatten 25 Kunden die Gelegenheit, von einer wahren Meisterin auf diesem Gebiet angelernt zu werden. Der Globus hatte in seinem Faltblatt darüber informiert, dass ein solcher kleiner Lehrgang angeboten wird. Und in Windeseile waren die Plätze ausgebucht. Es scheint also ein großes Interesse an dieser Kunst zu geben. Die Idee, einen solchen Workshop anzubieten, kam den Globus-Mitarbeitern beim Schlemmerabend in der Stadthalle. Dort war der Stand der Obst- und Gemüseschnitzerin Monika Lohmann immer dicht belagert. Eine überwältigende Resonanz. Ja, die war gut. Die war richtig gut. Erst der Schlemmerabend an sich ja schon war sehr gut. Gerade das, was Globus wirklich auf die Beine gestellt hat, war ja super. Ich war überrascht, was sie für gutes Obst aufgetrieben hatten, was da wirklich da war. Also es war super. Und die Sache, es war sehr gut organisiert und die Leute waren ja auch begeistert. So, und wir hatten ja dort mit der gastronomisch etwas zu machen. Und ich hatte dort halt große Schaustücke mit hingebracht, damit die Leute auch ein bisschen was zum Gucken haben, wenn sie schon warten müssen, dass sie an ihr Essen dann rankommen, dass es auch was fürs Auge mit da ist. Ne? Wie schnell man beispielsweise einen Apfel in ein kleines Kunstwerk verwandeln kann, das sieht man in dieser kleinen Demonstration. Dazu braucht man tatsächlich nur einen Apfel und ein handelsübliches Messer. Und den Rest, kann das wirklich jeder? Ich sag mal ja. Wer natürlich ganz sehr, also zwei linke Hände hat, ein bisschen Geschick muss schon mit da sein. Und was eben gut ist, wenn man sich vorstellen kann, wie sieht denn eine Blume in Natura aus? Weil ich bin auch richtig angelehnt am Chinesischen, am Ursprünglichen, wie die, wo es ja auch herstammt, ursprünglich aus China, dass da geschnitzt wird, wie die Natur aussieht. Und deshalb sehen Sie ja auch an dem, was ich hier mitgebracht habe schon, dass die Blüten aussehen wie Blüten und die Blätter wie Blätter und nicht wie Schnörkeln oder so, wie eine Gardine. Also theoretisch könnte es jeder lernen, praktisch schränke ich es ein kleines bisschen ein, je nachdem, wie man handwerklich begabt ist und wie man es halt auch vom Naturell her. Für die Teilnehmer des Workshops hatte sich Monika Lohmann schon etwas Anspruchsvolles einfallen lassen. Natürlich ist eine solch kunstvolle Kreation nichts für alle Tage. Da braucht man natürlich etwas Zeit. Der Anfänger etwas mehr, der Profi etwas weniger. Na, ich würde es wahrscheinlich schnell schaffen. Aber wenn Sie bei mir eine Weile beim Kurs waren, schaffen Sie es dann auch schneller. Es ist dann wirklich, dass man mal 3 Stunden oder mal einen Tag bei mir war, in den Grundseminar, hat vieles kennengelernt. Also nicht bloß geschnuppert, sondern dann noch ein Stück weiter. Und dann üben Sie es zu Hause. Und dann können Sie es auch präsentieren. Dann üben Sie halt der Reihe nach, wie man so abends mal eine Platte auf den Tisch macht, eine Käseplatte dekorieren oder Fischplatte und Obstplatte. Und dann geht das schon. Dieser Obst- und Gemüseschnitz-Workshop ist nicht das erste und einzige Angebot, das Globus für seine Kunden bereithält. Aber das große Interesse der Kunden hat gezeigt, man sollte nicht zu lange zögern, sich für so etwas anzumelden. Erfahrungsgemäß sind die Plätze in kürzester Zeit belegt.